Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es endlich ein Unboxing der Glossy Box für diesen Monat. Wenn du also wissen möchtest, was ich in meiner Box bekommen habe, dann bleib doch einfach dran. Also ich weiß nicht, diesen Monat hat irgendwie ewig gedauert, bis ich die Glossy Box erhalten habe. Aber ich denke mal, es liegt an der aktuellen Situation, dass die Lieferanten einfach nicht mitkommen. Und die Lieferanten, die Auslieferer, so DHL, Hermes, Post, keine Ahnung, DPD, was es da so alles gibt. Die ist jetzt erst gekommen. Also wir haben ja schon fast Ende des Monats. Ich habe da auch lange drauf gewartet, weil ich eigentlich eine Benachrichtigung bekommen habe, schon vor 2-3 Wochen, dass die unterwegs ist. Naja, jetzt ist sie auf jeden Fall da. Und das Thema dieser Box ist, mal schauen, Make-up and Magic. Make-up and Magic, ja, Magie und Make-up. Da bin ich mal gespannt. Das hört sich schon mal sehr gut an und ich hoffe, da sind sehr viele oder die meisten Sachen sind hoffentlich dekorative Kosmetik. Ich mache das Ganze mal auf. Ja, genau. Das sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr schön aus. ja. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Da hat sich ja das Warten gelohnt, denke ich mal. So. Als erstes kommt mir nämlich diese schöne Lidschattenpalette entgegen. Die ist wirklich hübsch. Ja, die ist von L.A. Splash. L.A. Splash nennt sich die Firma. Es ist eine Lidschattenpalette. Und, jo, was ist das genau? Glamourös, opulent und ausdrucksstark. Setze deine Augen dank dieser 8 hochpigmentierten Eyeshadow-Nuancen perfekt in Szene. Von super nude und ultra matt bis hin zu tief schwarz und extra schillernd ist für jeden Geschmack und Anlass etwas dabei. Jo, das ist auf jeden Fall eine Originalgröße und kostet 27 Euro. Dann machen wir die doch einfach mal auf. Genau, die ist in so einem Schuber drin und da kommt ein ganz anderes Bild zum Vorschein. Erstmal dieses Gold und dann in Schwarz. Sieht sehr schön aus. Das sind irgendwelche mystischen Abbildungen. Ich weiß nicht, was das ist. Sterne und wie nennt man die? Sehen aus wie irgendwelche Zeichen. Egal, ich weiß es nicht. Irgendwelche besonderen okkulten Zeichen. Keine Ahnung, irgendwas, ein Stern, Mond, vielleicht sogar, wie nennt man das? Astronomie. Vielleicht irgendwas mit der Astronomie. Auf jeden Fall, ups, da kommt schon das Zettelchen, nicht Zettelchen, die Schutzfolie rausgeschwupst. Und hier oben ist ein Spiegel, der ist, ja, der ist dabei in so einer ovalen Form und super praktisch. Und ich finde, die Farbauswahl ist richtig hübsch. Damit kann man auf jeden Fall was Alltägliches zaubern, speziell auch jetzt im Herbst. Und dieses Schwarz, also ihr glaubt nicht, wie schwarz dieses Schwarz ist. Es ist kein Grau, sondern ein richtig tiefes Schwarz. Ich habe noch nie ein Schwarz gehabt, das wirklich richtig schwarz ist. Nicht grau, verwaschen, sondern richtig schwarz. Ich gehe in das Schwarz rein. So, einmal kurz rein. Okay. Okay. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Schwarz. Ich bin da wirklich ganz leicht reingegangen und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Druck ausübe, kommt da richtig viel Schwarz raus. So.
Es ist wie ein Kohleschwarz. Das wird dich natürlich zeigen, wie sich so ein Schwarz auf dem Auge verarbeiten lässt. Ich gehe jetzt mal eben in die anderen Töne rein. So, und das hier. Das ist so ein Gold. Ja, das Schwarz ist jetzt verwaschen, weil ich das schon ein paar Mal... Das ist also der Rest vom Finger. Genau, und dann haben wir hier und dann das Dunkelbraun und hier diese Farbe. Das gefällt mir wirklich sehr gut. 27 Euro weiß ich jetzt nicht. Das muss man austesten, ob diese Palette diese 27 Euro wert ist. Aber ich bin wirklich sehr begeistert, dass diese Palette in dieser Box drin ist. Es freut mich sehr. Ein Primer, ey! Und zwar dieses hier. Das ist ein Primer von der Firma... Moment. Von der Firma Ella Masqua. Dieser Primer ist ein echter Beauty Booster und einfach perfekt als Grundlage für dein Make-up. Er enthält Mikroalgen, Vitamin C und B3. Und diese Wirkstoffe helfen deiner Haut, ihren Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten und ein gesund aussehendes, ausgewogenes Finish zu erhalten. Ich finde es total süß und interessant, weil es nämlich in so einer kleinen Dose verpackt ist. Das habe ich jetzt gerade auf der Abbildung gesehen. Das ist der süße Primer. Ach, ist das nicht schön. Mal gucken, ob das... Ja, das hat hier so ein Käppchen. Dann kann man das hier abziehen. Ah, es riecht richtig schön. Nach einer Feuchtigkeitspflegecreme riecht das. Und es sieht auch so aus. Es ist eher ein Gel. Erinnert mich so ein bisschen an Smashbox. Foto Finish Primer. Genau, das Original, also die original große Größe, da wären 30 Milliliter drin, würde 38 Euro kosten und dieses kleine Pöttchen mit 7 Milliliter 11 Euro. Das nächste Produkt, das finde ich auch ganz toll, Caudalie. Ja, Caudalie, das ist die Firma und das ist wahrscheinlich eine Probiergröße. Da sind, wie viel sind da drin? 10 Milliliter. Und der Preis wäre für diese 10 Milliliter 16,80 Euro. Was das überhaupt ist? Ja, das ist ein Lifting-Straffungsserum. Hier steht, dass es patentiert ist. Da gibt es ein Kollagen drin, veganes Kollagen. Ja, und ja, fördert dann natürlich... nicht fördert, das wäre noch schöner, ja, hemmt das Altern, genau, hemmt, ja, mildert feine Fältchen und so weiter, genau, aber ich finde es interessant, dass da veganes Kollagen drin ist. Das hier ist auch dabei gewesen, und zwar Luna by Luna, ein Augenbrauengel, da haben wir es. Ein Augenbrauengel. Und das ist ein Originalprodukt, kostet 12,70 Euro. Da sind 5,8 Milliliter drin. Ja, kein Abblättern, kein Verhärten, einfach nur 24 Stunden lang Halt. Dieses Braungel erleichtert dir deine tägliche Beauty-Routine, genau, indem es störrische Härchen an Ort und Stelle hält. Ja, das ist so eine kleine Tube. Wie wir das eigentlich von allen Brauengelen kennen, mit diesem Applikator. Duften tut es auch recht neutral. Ja, teste ich gerne aus. Und ich freue mich, dass es dabei ist. Liquid Lipstick. Und zwar ein Hypoallergenic Lipstick. Liquid Lipstick. und zwar an einem matten Finish. Die cremige Formel dieser veganen Liquid Lipsticks pigmentiert deinen Kussmund langanhaltend und intensiv.
Genau, dabei legen sich die Trendnuancen schwerelos auf deine Lippen und verleihen deinem Mund einen makellosen Look sowie ein angesagtes mattes Finish. Für sensible und zu Allergien neigende Haut geeignet. Das ist ein Nuton Florence. Ja, teste ich auch sehr, sehr gerne aus. Und darüber freue ich mich auch sehr. Der Preis wäre 3,99 Euro, da sind 5 Gramm. Das war meine lang ersehnte November-Box. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Okay, und jetzt muss ich los. Mein Mann abholen.